Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, Tag 15 haben wir. Zwei Minuten, nachdem ich die letzte Aufnahme gestoppt habe. Für mich, einen Tag später für euch. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Material. Ich habe hier Cobblestone Rocks, die ich gerade durchcraften lasse. Und noch Zementmix und so weiter und so fort. Hier gerade seht ihr noch ein bisschen Gravel. Scrap Iron, die eine Forge schon mal schön ausgespuckt hier. Leider nur die eine. Nee. Stone, was kann ich denn hier jetzt noch machen? Lass uns doch mal gucken, was können wir denn da noch schönes zaubern. Small Stone macht keinen Sinn, kann ich besser abbauen. Zement könnten wir machen, ne? 282. Ja, gut, warum nicht? Brauchen wir sowieso irgendwann. Dann schmilzt das Zeug mal ein. Echt blöd mit den Horden. Tja, ich habe eine neue Schaufel hergestellt und die ist auch Level 419. Also irgendwie, ja. Kann ich doch gut Sachen herstellen hier. Man muss noch mal ein bisschen Clay. Und machen uns mal ganz viel Material jetzt. Ja. Weil ich glaube, so wird hier nichts mehr passieren jetzt. Schade, schade. Oh, guck mal, da können wir jetzt richtig gut schnell Clay raus. Wahnsinn. Da sollten wir recht schnell einiges zusammen haben. Auch für die Forges noch, da brauchen wir echt viel. Und will ich auch noch mal irgendwann in die Mine hüpfen und da noch ein bisschen Eisen rausholen. Weil die Vorräte schwinden jetzt gerade doch schon sehr, muss ich sagen. Ach, es geht, ne? Wir wahren den Schein im Schein der Taschenlampe in der Nacht. Ich hatte überlegt umzustellen, aber nö. Wenn es dann Shortcut vergeben würde, wäre das gut, aber immer wieder in die Optionen rein und so. Nee. Nee. Immer mal wieder horchen, ob da nicht vielleicht von irgendwo. Was kommt, ich trinke jetzt ein Bier, das hindert die Ausdauer zwar nicht daran runterzugehen, aber gibt mir gerade ein besseres Gefühl einfach. So, wie schaut's denn aus? Taschen wieder arschvoll. Und Cobblestone Rocks können wir wahrscheinlich zwei. Super. Ja, keine kleinen Steine dabei, meist eher. Cotton, nee, brauche ich gerade nicht. Ich hole mir Stoff an der am Zeltplatz. Wollen wir mal gucken hier. Ah, es geht schon echt gut. Das geht schon richtig gut hier. Eine Orga wäre natürlich auch nochmal was Feines. Und da möchte ich halt mal in die Wüste und gucken, ob wir diese Oil Shades finden. Dann können wir uns da schön Benzin im Campfire machen. Ich weiß, man sollte nicht nachts draußen spielen, aber wir müssen das machen. Wir müssen unsere Base sichern. Ja, ist doch mal ein Wort. So, machen wir noch ein 1000er Stack Steine voll. Bei meinen selber kriegen wir auch noch Steinchen. Und nein, ich baue kein Körbchen an meinem Minibike. Das ist immer noch buggy. Bevor mir die ganzen Sachen da flöten gehen. Jetzt lasse ich mal schön sein, wa? Das muss nicht. Bam, 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 tada, level up. Level 55, geht's immer noch bis 60? Ich glaube, ne? Ich glaube, 60 ist noch ein Maximum. Bin mal gespannt, ob wir da, wann wir da hinkommen. Ah, oh, Exploding Crossbow Bolts, yeah, die sind schweineteuer. Also wenn ihr die herstellen wollt, können wir gleich mal gucken, was die kosten. Da
setzt man sich schön auf den Poppes. Dann haben wir 1000. Cobblestones auch gut. Ja, müssen wir noch Gravel machen. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen mit hier. Wir brauchen viel, viel Gravel. Könnten wir jetzt 551 machen mit den Steinen. Nein! Scheiße, 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 scheiße! Lauf, 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 lauf! Oh Gott, nein! Nein! Fick dich! Boah! Ja, Alter, Vater, ey! Boah! Ich liebe dieses Spiel. Ich habe einen Puls von 180 Grad. Wirklich, sorry, dass die scheiß Cam nicht funktioniert, aber... das war bestimmt nicht die letzte dieser Szene, dieser Art. Ich wollte erstmal einen Schluck trinken geben. Ich bin fix und fertig gerade. Alter Vater, dieser blöde Emma. Oh, gut, dass ich wusste, wo der Eingang ist. Wo mein Zuhause ist. Jesus. Eieieiei. Gut, alles wird gut. Jetzt warte ich mal eben ab, bis die Nacht vorbei ist, oder? Ich könnte eigentlich schon unten weiter aufrüsten. Ach komm, wir rüsten weiter auf hier. Was soll der Geiz? Ach. Geht das jetzt? Yeah, baby! Aber dass die Horde nicht gerufen hat, finde ich jetzt auch seltsam. Also irgendwas ist da wirklich nicht in Ordnung. Vielleicht hat das Spiel auch irgendwie eine Sperre eingebaut, so dass eine Horde nur alle dann und dann ein paar Minuten kommen kann. Bam, 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 bam. Wenn ich jetzt mal überlege, wie viel Stahlbarren wir bräuchten. Ein Block 10 Stahlbarren. Das ist unglaublich. Da drüben komme ich jetzt nicht hin. Ah, warte, machen wir. So. G-Scrap habe ich doch. Eins. Ach, verdammt. Da, ah, Gott sei Dank. So, jetzt können sie wieder alle kommen hier. Boing. Ich mag dieses Geräusch nicht. So, komm. Wir haben es aber auch gehasst. Mein Gott. So, alle zumachen hier. So, den Rest kann ich von drinnen machen. Ich fände es doch noch geil, wenn man Zombies irgendwie anlocken könnte. So irgendwie ein Stück Fleisch irgendwo hinlegen, wo sie dann hinrennen und sich da erstmal dran laben. So. Bisschen Drang hier. Und da fehlt schon wieder der Mix. Ja, und Zement fehlt auch. Definitiv. Das reicht nicht. Brauchen wir noch kleine Steine, ne? Haben wir noch ein paar Steinchen hier rumstehen. 69, das ist echt Wahnsinn. Muss das ganze Zeug nur noch verarbeiten. Also ich wüsste jetzt nicht, was sich bei der 13.8 jetzt irgendwie verändert hat. Okay, das Scrap Iron ist jetzt durchgelaufen in der Forge. Das ging aber sonst... fällt mir ehrlich gesagt nichts auf.
Okay, wenn man in die Stadt geht vielleicht. In der Stadt haben sie wohl irgendwas geändert. Können wir mal durchfahren. So. Och, erschrocken, ey. Lups. Tja, und ich hoffe, dass, wenn die Alpha 14 kommt, dass wir nicht neu starten müssen. Erstmal was essen auf den Schreck hier. Gravel, wunderbar. Da kommt doch einiges rein hier. So, wie sieht's mit weiterem Zement aus? Jawohl. Noch mehr? Nee, das war's sogar. Brauchen wir nochmal Zement? Ja, ne? Ein bisschen was vertragen wir noch. Die 9 Minuten kann das ruhig mal durchbrennen. Eisen, wunderbar. Da ist auch Stein drin. Doch, kicke mal. Na komm. Wir brauchen noch mehr Scrap. Viel mehr Scrap ein. So, wollen wir mal gucken. 31 stand da jetzt. Ja, es geht. Gott sei Dank. Zum Zement hinterher. Ah, oh, da müssen Scrap. Und auch noch Zement. Das gleiche hier nochmal. Dann sollten wir eigentlich. Ich hoffe, dass wir den ausreichend haben. Ich habe noch ein bisschen was oben in der Kiste liegen. Zwei Minuten noch, was? Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Wir könnten auch noch mal ein paar Bäume fällen gehen. Wie lange brennt die noch? Auch nur 2. Oh, okay. Da haben wir noch ein bisschen Scrap. Guck mal. Und die Taschen sind voll. Okay, dann schauen wir mal eben wegen Zementmix. Wir sind fertig. Wunderbar. Oder Concrete Mix. Wie sag ich mal Zementmix? Verdammt mich. Junge, Junge. So, und das da rein. Ach, guck mal, da haben wir noch Stoff für Zeug hier. Duct Tape, perfekt. Das brauchen wir auch noch alles. Honig. Komm, den Honig schmeiß ich erstmal hier rein. Ein Antibiotikum dabei. Das brauche ich eigentlich einfach. Man sollte nie ohne was zu essen aus dem Haus gehen. Man weiß ja nie, was passiert. Das LED erstmal da oben rein. Ach, guck mal, wir haben noch 1000. Das ist doch super. 1500 sogar. Und auch noch ein paar Kabelstöhnchen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, ob wir das Baby von innen noch aufgewertet kriegen hier. Ja, das dachte ich mir nämlich, da sind die Regale vor. Also hier geht's locker. Und das war schon wieder Wahnsinn, echt. Da läuft schon wieder jemand, hallo. Ja, ja, hier bin ich. Ach, die stirbt wieder. Das? Ja, das geht wunderbar. Guck mal, super. Hier geht's nicht. Ah, dahinter kann er den dahinter nicht machen wie eine Leiter. Ach Mensch. Was? Nein. Shit, okay. Das funktioniert nicht. Machen wir die oberste Reihe, soweit es geht. Die brauchen wir nicht. Das Klo ist auch schon zementiert. Sind wir hier? Ja, ne? Wäre, glaube ich, sinnvoll. Oh, da seht ihr mal, wie viel Zement oder Concrete Mixer drauf geht. Das ist echt krass. Und Gravel ist schon wieder fast weg.
Und die hätten sich eigentlich laut Loot-Timer schon wieder resetten müssen, aber ich glaube, dadurch, dass wir hier unseren Schlafsack haben und hier wohnen, resetten sich die Kisten nicht. Finde ich ganz gut. Wer ist denn da? Hallo, Emma. Ja, hier bin ich. Kuckuck. Willst du zum Spielen kommen? Tagsüber ist die Emma ja eine Liebe. Nur nachts wird sie zu Furie. Wie? Aus. Anda. Ja, brauchen wir auch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Scrap Iron bis bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Okay. Ich habe noch nicht selber angefangen zu bauen. Das ist ja erstmal, oder war eigentlich nur für die Horde gedacht. Ich mache nur die untersten beiden Reihen von dem Haus fertig. Bei dem, boah, das wird teuer. Wird richtig teuer. Na egal, wir haben mal Zeit. Und Wasser müsste ich nochmal holen. Wasser, Wasser. Okay, von innen ist der Ausbau leider nicht so leicht. Na komm. Oh, oh. So, Construction Tools Level 75. Der Soundbug ist auch so gut. Ich wüsste gerne mal, wie viele Emmas jetzt schon hier waren im Spiel. Waren da schon ein paar. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Ich wollte noch mal ein bisschen was nachlegen hier. 160 Stück. Ja, besser als nichts. Zehn kostet einer, ey. Das ist wirklich Wahnsinn. Da brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 150 ungefähr. Für da drüben, oh, da möchte ich gar nicht dran denken. Hier zu viel. Achso. Boah. Ups. Nehmen wir wieder mit. Den können wir auch nochmal ausbauen. Oder? Ja. Beste Tool überhaupt. So, alle mitkommen. Yeah. So. Und der ist schon fast wieder durch hier. Können wir schon wieder 10 Blöcke machen. Ja, juhu. Brauchen wir noch mehr Stein. Also, was wir an Stein brauchen hier. Herr, schenk uns eine Orga. Licht an, Licht aus. So. Ah, guck mal, so Steine haben wir so schnell zusammen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich will ein bisschen Gravel craften zwischendurch. Und dann läuft das. In dem Block noch mit. Dann holen wir uns noch ein paar Bäume. Damit wir wieder ein bisschen Holz haben, weil das ist auch. Ja, fast alle. Das heißt fast, es ist alle. Weil schön von rückwärts hier durch. Von rückwärts. Und die Bäume fallen ja seit neuestem immer von einem weg. Ja, Kettensägen-Massaker.
Boah. Boah. Ist das eine Emma gewesen oder was? Irgendwas habe ich doch direkt hinter mir gehört hier. Sorry. Das ist die Schreckfolge heute, echt. Bye, bye. Na, du bist noch nicht tot, oder? Du auch nicht hier. Komm, steh auf. Wo kommt ihr denn alle her? Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Kann ich jetzt mal bitte in Ruhe hier meine Bäume fällen? Danke. Da ist auch noch eine. Sie war gewesen. Oh, ein Stumpf, ein Stumpf. Was ist in dem Stumpf? Hm. Bam. Die brauchst du echt nur angucken, die Bäume, dann kippen die. Oh, wir sind voll, wir sind voll, wir sind voll, wir sind voll. Und wir sind schon wieder voll. Super. Gravel, wir brauchen noch mehr Gravel, ne? Gravel können wir, glaube ich, gar nicht genug kriegen. Vor allem sollte ich den mal stacken. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. In der Tasche. Mei, 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 ja. Ja, schon wieder fast voll. Komm, dennoch. Und dann. Kurz den kompletten Wald weggeholzt hier. Na, ja, ich sollte aber trotzdem mal anfangen, mir eine kleine Baumfarm aufzubauen. Ich habe ein paar Samen oben liegen und das machen wir in einer der nächsten Folgen, weil wir sind leider schon wieder am Ende mit dieser Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen wieder und bedanke mich sehr fürs Zuschauen bei euch und ich hoffe, dass in der nächsten Folge die Cam wieder läuft. Drückt die Daumen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.